Herzlich willkommen in einem Vlog von mir, wo ich einen ganz normalen Tag aus meinem Leben zeige. Das war ein Samstag. Ich bin Künstler, heiße Raffi Utz und das hier ist mein Tag. Ich gehe noch zur Schule, aber ich hatte an diesem Tag keine Schule. Und dann habe ich erstmal meinen Schminktisch aufgeräumt am Vormittag, nachdem ich gegessen habe. Denn ich wollte ein bisschen Ordnung reinbringen, denn vielleicht sieht man es mir an, vielleicht nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so unordentlich, aber mein Schminktisch war da schon ein bisschen unordentlich und deswegen habe ich hier alles aufgeräumt und eigentlich habe ich es fürs Video getan, um ehrlich zu sein. Ich werde wahrscheinlich in einem Zeitraffer reden, deswegen seid gleich nicht verwundert. Ich habe mich hier geschminkt, erstmal meine Sonnenmilch aufgeräumt und einfach nur so einen dezent natural Look gemacht. Es ist an dem Tag, ich wollte eigentlich so ein bisschen filmen, was ich an Kunst mache und so weiter, aber es ist halt alles an dem Tag passiert, nur nicht wirklich Kunst. Ich hatte leider nicht wirklich Zeit heute, also an dem Tag, irgendwie etwas für meinen Gesang zu tun oder zum Tanzen konnte ich auch nicht gehen, denn hier sieht man gleich, wie ich lernen muss, und zwar Physik. Und wenn ihr mich kennt, wüsstet ihr vielleicht, dass Physik nicht gerade mein Lieblingsfach ist. Es liegt mir gar nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine 1 in Physik, also muss ich halt wirklich schon Gas geben, um irgendetwas zu verstehen. Und vielleicht sieht man es mir auch an meinem komischen Gesicht an, dass ich absolut keinen Bock drauf habe. Ja, also wie gesagt, es ist nicht gerade mein Lieblingsfach. Und wenn ihr Physik mögt, I'm sorry, aber ich finde euch komisch, weil ich konnte mich wirklich, seit ich 12 bin, habe ich dieses Fach und ich konnte mich noch nie damit anfreunden. Deswegen habe ich aber trotzdem umso mehr gelernt, damit ich versuche, irgendetwas in meinen Kopf reinzubekommen. Hat dann eher so mäßig funktioniert und ich habe dann überlegt, was ich noch machen könnte. Ich wollte nämlich an meinen weiteren Projekten, die ich gerne mache und von Herzen mache, ich wollte da eigentlich ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter üben, aber stattdessen musste ich über irgendwelche Strahlung, radioaktive Strahlung und so etwas lernen. Ich meine, es ist eh wichtig und so, aber ach, ich weiß nicht. Man sieht mir vielleicht an, dass ich nicht wirklich sonderlich Lust drauf habe, deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Und danach habe ich doch Kunst gemacht. Ich habe meine Choreo geprobt, wie man hier sehen kann, für etwas, das ich plane. Das kann ich noch nicht erzählen, aber ihr könnt sehr gespannt sein. Es werden sehr bald sehr, sehr coole Projekte kommen. Don't judge me, wenn das ein bisschen zu lang braucht, aber ihr werdet begeistert sein. Das schwöre ich, denn alle guten Dinge brauchen Zeit. Dann habe ich eine Kleinigkeit zum Mittag gegessen, das war super. Hier habe ich mir noch was kurz angeschaut in Physik, aber habe ich absolut keinen Bock mehr gehabt. Ich bin dann einfach losgegangen, denn ich hatte chinesische Schule. Das habe ich jeden Samstag, so 2 Stunden. Und dort lerne ich halt Chinesisch, Lesen und vor allem Sprechen. Also wir reden viel in diesem Kurs, wir versuchen fließend zu reden und das ist auch kein Problem für mich eigentlich. Dann war ich wieder zu Hause, habe mir einen Bubble Tea geholt. Der war gar nicht mal so toll, weil das war Milch pur, ja. Und dann habe ich erst mal überlegt, was könnte ich mit meinem Leben anfangen. Ich saß da so und habe nachgedacht, ich habe irgendwie keine Kraft für Kunst, für Lernen sowieso nicht. Und ich musste dann am Abend auch noch los. Deswegen habe ich beschlossen, mir eigentlich schwarzen Tee da reinzumachen und quasi Bubble Tea selber zu machen. Leute, das ist so schlau, macht das bitte. Da spart ihr einfach Geld und macht einfach Bubble Tea selber. Das heißt, ihr holt nur Milch mit Tapioca und ja. Man sieht, es hat mäßig gut geklappt, wie ich diesen Schwarztee da reingekippt habe, aber es war mega gut. Danach musste ich, oh mein Gott, chinesische Medizin trinken, weil ich zu klein bin. Ist nicht lecker. Das war nicht lecker, nein. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit gegessen, so ein Ei, was war das? Ein Schinkenbrot mit Ei? Ja. Hier mit Nase zu, habe ich noch versucht, mal diese chinesische Medizin zu trinken. Leute, bitte, das schmeckt nicht gut, aber es muss wirken, ne? War ich urtraurig, dass ich hier keine Süßigkeiten mehr habe. Habe mir am Abend, kurz bevor ich weggegangen bin mit meinem Vater, habe ich dann trotzdem noch mal ganz kurz Physik mehr angeschaut. Ach, Leute, ich finde es halt voll doof, dass irgendwie die Schule entzieht unsere Freizeit. Das Dümmste ist einfach, dass ich meine Hobbys und meine Leidenschaften vernachlässigen muss für Schule. Noch dazu für Physik, wenn ihr wisst, ja, ich mag es nicht besonders gerne. Aber naja, jetzt kommen gleich ein paar Gesangseinlagen von mir. Yeah.
sollte nicht Physik lernen, weil da verstehe ich eh nichts. Ich sollte lieber Kunst machen, planen, was ich wann drehe. Das ist gerade das größte Problem, weil jetzt im Frühling ist gerade Drehsaison, also perfekt, wo ich draußen drehen könnte. Deswegen muss ich alle Szenen, die ich irgendwie draußen drehen will, das sollte ich lieber jetzt machen. Ich kann es natürlich auch noch im Herbst und im Sommer machen, aber trotzdem. Jetzt kommt die Saison und deswegen muss ich jetzt krass planen. Ich habe aber keine Zeit mehr, ich muss jetzt gleich los. Also bin ich weiter losgegangen. Ich bin rausgegangen mit meinem Dad, ich bin U-Bahn gefahren, denn wir sind in so einen Jazzclub gegangen, haben da so ein paar Leute getroffen, die er kannte, und also es war eigentlich eh ganz nett. Die Location fand ich richtig, richtig cool und ich mag es sehr, sehr gerne, am Abend draußen zu sein in Wien. Es ist einfach wunderschön, es gibt sehr, sehr viele coole Orte, wo man hingehen kann. Und die Location war mega und ich würde echt gerne mal hier performen, Leute. Bitte. Ich meine, imagine ich auf einer Jazzbühne mit einer schönen Bar. Ich meine, was willst du noch? Das kann man sich so gut bei mir vorstellen, oder? Also hört selber mal eine kleine Hörprobe. Das war ein bisschen experimenteller Jazz. Dann war ich nach diesem experimentellen Jazz noch eine Kleinigkeit essen und einfach draußen sein. Dann war ich nach Ewigkeiten, nach Mitternacht auch wieder zu Hause, war todmüde, hab mich abgeschminkt und eigentlich war das im Grunde genommen mein Tag. Ich hatte einen richtig schönen Abend, ich konnte leider nicht so viel Kunst machen, obwohl das ein Kunstvlog werden sollte. Aber ja, es hat richtig gebockt, dieser Samstag war mega chillig. Ich habe eigentlich relativ viel geschafft und habe halt, genau, ich habe Wunden am Finger, deswegen muss ich so komisch sein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und folgt mir für mehr Vlogs. Bis zu meinem nächsten Video.